Die Autoball-Weltmeisterschaft wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. 8 Nationen. 8 Fahrer. Ein Ziel. Der Pokal. Jetzt hat er die Chance. Jetzt wird er Vollgas geben. Er wird doch nicht schon wieder, doch. Ganz, ganz clever war er da. Der Hexenkessel ist bereit. Welches Land holt den Titel? Meine Damen und Herren, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zur Autoball-Weltmeisterschaft 2022. Live aus der ZAG Arena in Hannover. Und hier ist Ihr Gastgeber, Steven Gätchen. Einen wunderschönen guten Abend live aus Hannover. 8 lange Jahre mussten wir warten und jetzt ist es endlich soweit. Die 3. Autoball-Weltmeisterschaft 2022 ist endlich da. Die ZAG Arena ist komplett ausverkauft und genau so klingen 8000 Autoball-Ultras. Ist das schön. Hier ist keiner gekauft, alle sind freiwillig da. Und zu Hause und hier in der Halle feiern wir natürlich die alte Tradition des Autoballsports. Aber nicht so im Teilnehmerfeld, da geht es nicht um Tradition, sondern um einen Neuanfang. Wir haben 7 Frischlinge dabei und einen Nullpunkte-Spezialist. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend heute Abend, aber egal wie, alle wissen, es geht um 2 Dinge. Nummer 1, das Gaspedal ist vorne rechts. Und Nummer 2, dieser wunderschöne Pokal, der neben mir steht, sucht einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin. Und jetzt, liebes Publikum, in der ZAG Arena eskaliert, denn hier sind unsere 8 Nationen. Mit einem Hu für Island und einen seiner besten Kicker, Rorik Gislason. Fußballrekordweltmeister Brasilien schickt die allererste Autoball-Amazon ins Rennen, Fernanda Brandão. Für die Bahamas spielt der PS-Profi und YouTuber Jean-Pierre JP Krämer. Nigeria bringt den deutschen Meister, DFB-Pokal und Supercup-Sieger Patrick Obomoyela. Für Frankreich hinterm Steuer der 8-fache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier. Die Türkei schickt den kürzesten Autokorso mit Rap-Legende Echo Fresh. Der amtierende Autoball-Rekordweltmeister Italien bringt natürlich einen Zarella an den Start. Food Creator Stefano Zarella. Und last but not least das Land mit dem Autoball-Vize-Weltmeisterschafts-Abo. Deutschland jetzt neu besetzt mit dem Sonntagsfahrer der Herzen, Sebastian Puffpaff. Das nicht schön. Großartige Stimmung in der ZAG Arena und nervöse, aber auch siegessichere Blicke unserer Teilnehmer und unserer Teilnehmerin. Kommen wir jetzt kurz zu den Regeln des Abends und die sind wirklich spannend. Wir haben natürlich 2 Gruppen, A4 Mannschaften und pro Gruppe spielt hier jeder gegen
jeden. Und in der Gruppe A sieht das folgendermaßen aus. Da haben wir folgende Teams. Italien, Frankreich, Bahamas und Nigeria. Und in der Gruppe B Deutschland, die Türkei, Island und Brasilien. Also ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Nach der Gruppenphase spielen dann im Halbfinale die beiden Gruppen Ersten kreuzweise gegen den Zweiten der anderen Gruppe. So viel vielleicht zum Protokoll. Und jetzt kommen wir einmal kurz zu den Sicherheitsregeln. Ganz, ganz wichtig, der Ball darf nicht mit der Hand gespielt werden. Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine fängt mit B an, für Brüche. Der andere mit S, wie Schulter auskugeln. Außerdem darf man nicht direkt, ich weiß, ihr seid alle traurig, aber wir werden trotzdem spektakuläre Wettkämpfe sehen. Außerdem darf man nicht gezielt in den Gegner hineinfahren. Dafür gibt es eine gelbe Karte. Beim zweiten Verstoß gibt es automatisch einen Strafstoß für den Gegner. Wichtige und sehr, sehr klare Regeln, die natürlich alle beachtet werden müssen. Und dafür haben wir einen ganz bekannten und berühmten Mann, den Herr der Regeln. Er ist EM- und WM-Schiri gewesen und ein Autoball-Veteran. Einen großen Applaus bitte für Bernd Heinemann. Herzlich willkommen. Also, ich hoffe, dass Bernd ganz genau darauf achtet, was passiert, vor allen Dingen bei diesem Mann. Puffy, du bist da und Sieben. Der Druck ist groß. Erstmal vielleicht schön, dass du wieder fit bist oder plagen dich die Rippen noch ein bisschen Null. Von deiner Wok-WM ab? Nein, ich habe gemerkt, Rippen braucht man überhaupt nicht und ich bin hier heute angetreten, um diesen Pokal zu holen, meine Freunde und Freunde da draußen. Drunter fahre ich nicht nach Hause. Und es ist auch richtig, dass du das sagst, weil wir halten vielleicht mal ganz kurz fest. Deine Fußballkollegen ja. sind in Katar relativ früh raus. Im Autoball haben wir hingegen eigentlich eine durchweg positive Historie. Wir haben einmal sogar den Europameisterschaftstitel 2008 für Deutschland verbuchen können, ja. dann dreimal Vize-Weltmeister und Europameister. Spürst du das? Also du wirst relativ... Es wird Zeit. Ich glaube, die Zeit ist genau richtig. Es sind genau die richtigen Leute hier. Es ist eine perfekte Uhrzeit. Das Wetter stimmt. Es ist kurz vor Weihnachten, ganz ehrlich. Welches bessere Geschenk könnte ich euch allen da draußen machen als... Und dir selber. Natürlich. Als den Pokal nach Hause zu holen. Ich glaube, es ist wirklich Zeit. Es ist Zeit. Aber warst du denn auch im Trainingscamp? Mit Jean-Pierre habe ich gesprochen, mit diesem Rallye-Fahrer Sepp auch. Ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist. Hast du denn dafür trainiert? Bist du denn ein passiver oder ein aggressiver Autofahrer? Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren. Ja, ich glaube, sehr unglücklich. Ich habe es einfach sein gelassen jetzt mehrere Monate. Ich habe nicht trainiert, aber ich habe mir wirklich alles angeguckt, was es an Rennsportvideos bei YouTube gab. Und ich bin, glaube ich, schon fast so ein bisschen drüber. Ich glaube, ja, ich fahre gleich mit 180 wahrscheinlich schon aufs gegnerische Tor los, bevor der Anpfiff kommt. Oder in die Bande. Wobei es gab noch kein Mal den Moment, wo so ein Auto auf dem Dach gelandet ist, oder? Hatten wir schon einen Überschlag? Nein, das ist ja auch nicht die Stockcar-Crash. Ist es nicht? Nee, das ist die Autoball-WM. Ich muss es auseinanderhalten. Und das musst du dir auch nochmal vor Augen führen. Man muss ja dazu sagen, dreimal hat Deutschland bisher im Finale gegen Italien verloren. Ja. Jetzt ist nicht mehr Giovanni Zarella da, aber sein jüngerer Bruder, der ist höchst motiviert. Sagst du, das ist der Gegner, den es heute Abend zu schlagen gilt, oder gibt es jemand anderen? Ja, sagen wir mal so, erstmal ganz, ganz liebe Grüße an Stefano. Ich glaube, wenn heute Abend einer Druck hat, dann er. Weil die Fußstapfen, die er ausfüllen muss, und dann tritt er halt auch einfach nochmal gegen den achtmaligen Weltmeister im Rallye-Sport an. Du, ich bin froh, dass ich nicht derjenige bin, der das in der ersten Runde aushalten muss. Du sprichst gerade, und das ist so schön, die erste Paarung an, nämlich des heutigen Abends. Wir schauen uns trotzdem einmal kurz den ersten Spieltag gemeinsam an, damit alle Zuschauer und ZuschauerInnen und vor allen Dingen hier auch unser Publikum ganz genau Bescheid weiß, was passiert. Also die erste Begegnung, du hast es angesprochen, das ist krass. Der amtierende Autoball-Weltmeister Italien gegen den amtierenden Fußball-Weltmeister und Finalisten in Katar, Frankreich. Also ein Top-Match. Danach musst du im Prinzip zeigen, ob du auch wirklich das hältst, was du versprochen hast. Also ich habe ganz, ganz viel Scheibenwischer geübt, weil dafür ist ja die Türkei bekannt. Die haben wir abmontiert bei Echo. Habt ihr wirklich? Die haben wir abmontiert, nein. Also Echo hatte, glaube ich, Angst, dass zu viele Scheibenwischer auftauchen. Dann habt ihr das Einzige, was er richtig gut kann, habt ihr rausgebaut? Ja, Scheibenwischer, aber ich bin optimistisch. Also ich habe auf jeden Fall auf ihn gewettet. Also, Puffy gegen Echo Fresh, dann die Bahamas gegen Nigeria und zu guter Letzt das super gut aussehende Duell zwischen Fernanda und Rurik, Brasilien gegen Island. Also jede Partie hat es eigentlich in sich. Ja. Und wir sind gespannt, was da auf jeden Fall passiert und vor allen Dingen, wer am Ende diesen Pokal in den Händen halten wird.